Herzlich willkommen bei einer Aufgabe zur indirekten Proportionalitätsfunktion. Es handelt sich hierbei um ein offenes Aufgabenformat. Das heißt, du darfst am Ende frei antworten. Das Stichwort indirekte Proportionalitätsfunktion leitet uns zunächst über, dass wir uns diese Aufgabe zunächst einmal genauer anschauen und dann auch noch danach eruieren wollen, welche Bedeutung hat die indirekte Proportionalität. Bei der Besteigung eines bestimmten Berges ist die Gesamtgehzeit indirekt proportional zu dem durchschnittlich überwundenen Höhenunterschied in Metern pro Stunde. Siehe nachstehende Abbildung. Du siehst hier die Abbildung. Wir können nun versuchen, die Abbildung zu deuten. Man kann einzelne Punkte exakt ablesen. So sieht man zum Beispiel bei einem durchschnittlich überwundenen Höhenunterschied von 100 Metern pro Stunde hat man eine Gesamtgehzeit von 8 Stunden. Das heißt, du kannst den Punkt 108 exakt ablesen. Bei einer durchschnittlich überwundenen Höhe von 200 Metern pro Stunde hat man eine Gesamtgehzeit von 4 Stunden. Und so weiter. Du als sportlicher Maturant schaffst sicher 800 Höhenmeter pro Stunde, somit nur eine Gesamtgehzeit von einer Stunde. Ich in meinem Alter müsste mich hier sicher schon 8 Stunden mit einem Höhenunterschied von 100 Metern pro Stunde begnügen. Nun will ich mir mit euch noch genauer anschauen, welche besonderen Eigenschaften eine Proportionalitätsfunktion hat, in dem Fall eine indirekte Proportionalitätsfunktion. A wird auch indirekter Proportionalitätsfaktor genannt. Welche Bedeutung hat nun A? Man kann diese Gleichung auch umformen und würde erhalten, multipliziert mit x, dass das A gleich x mal f von x ist. Oder in einer anderen Schreibweise x mal y. Die Wertepaare sind also zueinander indirekt proportional, dem Zweifachen des einen Wertes entspricht die Hälfte des anderen, dem Dreifachen von x, das Drittel von y oder ganz allgemein gesprochen, das n-fache von x ist das 1 durch n-fache von y. Hier nun eine grafische Darstellung von indirekten Proportionalitätsfunktionen. Zunächst handelt es sich hier um die Abhängigkeit der Länge von der Breite eines Rechtecks bei gleichbleibendem Flächeninhalt. Man kann ablesen, dass wenn die Länge 1 ist, dann die Breite 6 sein muss. Das heißt, man hält als Wertepaar 1 und 6. Man könnte genauso ablesen, wenn die Länge 2 ist, muss die Breite 3 sein. Also ein Wertepaar von 2, 3. Und so folgt. Um nun den indirekten Proportionalitätsfaktor zu ermitteln, wissen wir bereits, dass a gleich x mal y ist. Das heißt, in diesem Fall wäre unser a, in diesem Kontext der Flächeninhalt des Rechtecks, 1 mal 6 gleich 6. Genauso würde das funktionieren mit 2, 3 und 3, 2. Hier nun eine andere Darstellung, die man sehr oft auch in der Unterstufe findet. Geplant ist ein Projekt und gefragt ist, wie lange es bis zur Fertigstellung dauert, wenn eine unterschiedliche Anzahl an Arbeitern am Projekt arbeiten. Auch hier kann man einzelne Wertepaare exakt ablesen, so zum Beispiel, dass ein Arbeiter 120 Stunden benötigt. So steht sich von selbst, dass zwei Arbeiter bis zur Fertigstellung desselben Projekts dann nur 60 Stunden benötigen. Drei Arbeiter 40 und so weiter. Das heißt, je mehr Arbeiter an dem Projekt arbeiten, desto kürzer ist die Zeit. Nun sind wir gerüstet, um uns mit unserer Ausgangssituation
Situation zu beschäftigen. Wir sehen hier nochmal die Aufgabe. Der Höhenunterschied, der bei dieser Besteigung insgesamt überwunden werden muss, ist gefragt. Wir haben bereits einzelne Wertepaare abgelesen, so 108, 204, 402 zum Beispiel. Wenn ich pro Stunde einen Höhenunterschied von 400 Meter überwinde, benötige ich insgesamt 2 Stunden. Jetzt ist gefragt der insgesamt Höhenunterschied. Am einfachsten ist er hier abzulesen. Wenn ich 800 Höhenmeter pro Stunde zurücklege, brauche ich insgesamt 1 Stunde. Das heißt, 800 mal 1 ist unsere gesuchte Größe mit 800 Höhenmetern. Genauso kann man das aber auch bei anderen Punkten ablesen. Also 400 Meter in der Stunde brauche ich 2 Stunden, schaffe ich insgesamt 800 Meter Höhenunterschied. Oder für mich persönlich 100 Meter in der Stunde brauche ich 8 Stunden, ergibt auch die 800 Meter. Du siehst hier noch einmal die Gesamtaufgabe. Gefragt war der Gesamthöhenunterschied. Es ist im offenen Aufgabenformat. Besonders erfreulich ist natürlich auch, wenn man eine Einheit angibt. Wir haben berechnet, dass der Höhenunterschied 800 Meter beträgt. Ich wünsche euch auch noch weiterhin viel Freude mit der Mathematik.